Guten Morgen, Freunde. Heute beginnt der Tag wieder ganz normal hier, wo ich auch gestern aufgehört habe zu filmen. Heute, wie gesagt, ist eine lange Busfahrt vor. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich genug Proviant habe, aber ich glaube, das reicht. Jetzt werde ich mich kurz bewerben für 3 gegen Knossi. Die Show ist von 12 bis um 15 oder so, habe ich sogar Zeit. Ich werde mich bewerben und gucken mal, was so läuft. Dafür muss ich jetzt ein 30-sekündiges Video drehen. Ich weiß gar nicht, warum. Also wahrscheinlich ein Vorstellungsvideo. Ich werde einfach ein Vorstellungsvideo jetzt machen. Ich muss gleich noch ein Hostel buchen. Ich habe mich jetzt komplett beworben bei 3 gegen Knossi. Ich hoffe, ich werde angenommen. Das wäre richtig geil. Das wäre ein Traum. Anderes Thema. Heute Adelaide. Ich habe richtig Bock. 22 Stunden wieder Bus fahren. In 3 Stunden geht's los. Ich habe voll Bock. Jetzt ein bisschen essen. Aber ich muss eigentlich nochmal zum Supermarkt. Ich glaube, das mache ich auch nochmal. Einfach mal kurz nochmal ein paar Brötchen kaufen. Ich glaube, das mache ich, weil die Nudeln, eigentlich wollte ich heute nochmal Nudeln essen zum Frühstück, aber die schmecken scheiße, die ich gekauft habe. So, ich war jetzt nochmal kurz einkaufen, habe mir für 2 Dollar wieder die Kekse gekauft. Obwohl ich die mir ein bisschen übergessen habe, habe ich mir einfach jetzt trotzdem gekauft. Ich mache mir gleich noch Erdnussbutterbrote und dann geht's ab, Leute. Dann muss ich packen, noch duschen und dann geht's ab. Dann geht's um 10:30 gleich los nach Adelaide. 20 Stunden habe ich geguckt, 19 Stunden, 15 Minuten. Ich habe gerade meine Spange dran, deswegen guck mal, hier sind 2 Spinnen, habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Guck mal, da ist eine und da ist eine. Noch nie 2 auf einmal gesehen, aber geil. Stehe ich wieder mit dem Koffer. In letzter Zeit ziemlich oft stehe ich mit dem Koffer hier jetzt zur Bushaltestelle. Und ich hoffe, der Bus steht da schon. Also das wäre schon ganz gut. Wir haben es jetzt schon 10.05 Uhr. Hier ist das Hostel. Chill area und so. Ich gehe jetzt zur Bibliothek, zur Library, weil da ist der Greyhound-Bus stop. So, da ist der Bus nach Adelaide. Junge, da ist er doch. Let's go, wir gehen rein. Und wieder da schreit irgendjemand verrückter rum, Junge. Wir gehen rein, let's go. Leute, ich verabschiede mich von Alice Springs erstmal. Ich muss hier wiederkommen zur Ostküste. Und es geht kein Weg vorbei hier nach Alice Springs, muss ich hier nochmal. Aber es waren schöne 3 Tage hier, eigentlich ziemlich cool. Bisschen zu warm leider, weil jetzt wird es ab morgen, wenn 20 Grad und das wäre perfekt zum Wandern. Wirklich morgen ein perfektes Wetter zum Wandern. Egal, ich kann das Wetter ja nicht ändern. Und wenn ich hier nochmal 3 Stunden Aufenthalt habe, was ich wahrscheinlich habe, werde ich dann nochmal auf die Botanischen Garten nach oben gehen. Geil. Leute, wir gehen jetzt im Bus und dann ja, fahren wir nach Adelaide. Let's go! Tanke. Nee, irgendwann ganz witzig, so eine Tanke hier zu sehen. Irgendwie Selbstbedienung. Ich frage mich nur, wo man bezahlt. Ob man drin dann bezahlt? Hier sind auch, glaube ich, gar keine Kameras. Also hätte ich ein Auto. Einfach durchfahren, bezahlen und dann weiter geht's. Digga, der Bus kühlt. Ich verstehe das nicht. Warum kühlt der Bus immer auf? Wirklich, ich glaube so 10, 12, ich glaube so 12 Grad kommt ganz gut hin. Ja. Digga, da war gerade auch so ein Schild. Als Rock nach da. Ich glaube dann auch nur so 80 Kilometer. Ja, das kann nicht sein eigentlich. Oh, Camping Trucks only, Junge. Was ist das denn da? Digga, da hängen Schuhe. Digga, warum hängen hier Schuhe, Digga? Ist ja witzig. Oh, mit so einem Camper, mit ein paar Jungs, das wäre geil. Haben wir mal eine lange Hose ausgepackt, angezogen. Das kann man ja nicht aushalten. Digga, was macht er denn da? Geil. So ein paar Sachen abgebildet. Wir sind gerade in Culgera, Pub. Und jetzt zum Beispiel, was mal rüber. Ja, hier. Hier im Adelaide 1200, da fahren wir heute hin. Melbourne, da waren wir ja. Brisbane 3300, da will ich ja noch hin. Oder da 3300, Digga, da will ich noch hin. Dann haben wir hier Darwin, da will ich auch noch hin. Dann als nächstes hier wahrscheinlich einfach 1500, Perth 32, das werde ich wahrscheinlich diese Reise nicht mehr machen. IS Rock 336 noch, Digga. Das ist heftig. Kakadu. Was gibt's hier noch? Ich mag immer sowas, aber ab nach Adelaide, let's go. We go. Zack. So, nächster Stop. Wir haben es jetzt so, oh, weiß ich nicht, ich glaube 6:30. Es ist wieder komplett dunkel. Wir sind hier beim Mathat Hotel. Ich weiß gar nicht, in welchem Ort wir sind. Guten Morgen, Freunde. Wir sind in Adelaide. Hier wurde ich gerade rausgelassen und ich musste jetzt sogar meine New York Yankees Jacke anziehen. Ich gehe jetzt zum Hotel.
oder zum Hostel halt, hoffen, dass ich meine Sachen da liegen lassen kann. Digga, ich muss einfach wieder eine Jacke tragen. Ich trage die das erste Mal jetzt, ne? Ich trage das erste Mal jetzt die Jacke. Erster Eindruck von Adelaide, ja, kann man machen, aber ich weiß jetzt nicht, die Kälte. Ich habe eigentlich die Kälte vermisst, aber so kalt habe ich jetzt auch nicht hier gerechnet. Es wird wahrscheinlich auch am Tag ein bisschen wärmer. Ja, das sieht ja auch geil aus, da ein bisschen mit den Farben. Ich bringe jetzt erstmal mein Stuff weg. So, Gepäck ist jetzt hier. Das ist ja Luggage-Room. Voll klein, Digga. Digga, ich habe jetzt genau dasselbe Outfit wieder, wie ich hier nach Australien gereist bin. Die Jacke, die Hose. Die Schuhe nicht. Die Schuhe waren die Air Force, die ich dann hatte, aber jetzt habe ich die hier an. Ja, wir gucken uns jetzt Adelaide an. Let's go, Junge. Bam. Der erste Eindruck sieht schon echt cool aus. Also ist so ein bisschen alt, sag ich mal. Aber sieht echt cool aus. Also, warte mal, ich gehe mal hier kurz einmal eine Etage höher. Gucken wir mal. Was ist da? Wunderbar. Nee, wir gehen jetzt raus. Und wir gehen jetzt raus. Schauen uns Adelaide an, Digga. Ist doch viel interessanter. Let's go. So, da geht's raus. Let's go. Mein Gott, Digga. Adelaide. Ich bin in Adelaide. Digga, gestern noch in Alice Springs. Heute in Adelaide, Junge. Aber ich weiß, ob es richtig ist, aber come on. Da habe ich Adelaide auch gesehen, Junge. Was ist das denn hier Schönes? Würde es jetzt noch die Sonne scheinen, wäre das ja richtig cool. Hier mit zwei Bänken. Ist doch schön, Junge. Muss es denn regnen und so kalt sein? Ich dachte, ein bisschen wärmer ist es. Das ist nicht meine. Digga, es sind so 10, 11 Grad oder so nur. Digga, Mann. Gestern, vorgestern noch im reinsten Sonnenschein. Ich habe geschwitzt wie, keine Ahnung. Und heute im reinsten Desaster, Junge. Wir gehen jetzt gestern oder halt die ganze Busfahrt nur ein paar Kekse gegessen. Und die Busfahrt ging 20 Stunden. Das könnt ihr euch nicht ausdenken, Leute. Wir gehen zu Coles, let's go. So, ich bin jetzt in der Mall. Und ich denke mal, hier wird es immer ein bisschen voll sein am Tag. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nie in Adelaide am Tag. Stell dir vor, die ist den ganzen Tag so leer. Da unten ist Coles, dann gehen wir gleich hin. Ja, und dann hol ich mir erstmal was zu essen, Digga. Habe ich richtig Bock. Digga, hier joggt jemand einfach in der Mall. Die ist hier gerade rumgejoggt, Digga. Also hier gerade da hinten einfach eine Runde. Oh, da ist eine Toilette. Let's go, oder? Da ist eine Toilette. Ja, dann gehe ich erstmal zur Toilette, dann gehe ich zu Coles. Ach, so schön, Leute, ist doch schön. Ist eigentlich ganz cool, dass ich es jetzt gesplittet habe, weil sonst hätte ich 9 Nächte in Darwin. Jetzt kann ich 3 Nächte hier sein und 4 Nächte in Darwin. Gerade eine Arcade, das sieht ja richtig schön hier aus. Oder über Adelaide Arcade oder so. Sieht voll cool aus. Und warum trägt denn Sonnenschirm, obwohl es hier nicht mehr regnet? Die Uhrzeit stimmt auch. Das ist auch voll die Kunst. Ich würde mal gerne wissen, ob man nach oben gehen kann. Wie es aussieht, leider nicht. Historical Photo Exhibition. Digga, sieht auch cool aus. Hat auf jeden Fall was. Aber ich weiß nicht, ob ich gucke mir heute. Also ich kann ja heute schon ein bisschen sehr viel. Oh, was ist das? Ach, hier geht's auch noch weiter. Gays Arcade. Ich kann ja heute mich entscheiden, oder ich weiß nicht, ob ich das noch kann, aber ich überlege, vielleicht wirklich eine Nacht hier zu canceln und dann nach Darwin, weil Kälte, das ist hier, ja, es ist natürlich hier kühler, ich muss hier eine Jacke tragen, aber es ist schon für mich zu kühl, also, und dann noch der Regen, obwohl eigentlich würde es sogar gehen, wenn nicht der Regen, wenn der Regen nicht da wäre, wäre es echt in Ordnung, vielleicht, ich meine, der muss noch verschwinden, aber, ja, vielleicht wird es ja noch. Oha, man kann sogar hochgehen. Dann gehe ich jetzt mal hoch, Digga. Jetzt bin ich aber gespannt von oben, wie sich. Mal gucken, ich glaube, von oben sieht es nochmal anders. Richtig geil aus. Vor allem war jetzt so leer als so, wisst ihr? Mal sehen, jetzt bin ich gespannt. Aha. Ja, das sieht doch. Digga, das sieht cool aus. Vielleicht frage ich mal. Ja, ich hasse das, ne? Wenn man so, ne, mit hier so redet und ich guck so nach unten, ich guck so hoch, Digga, guck doch nicht, Junge. Obwohl doch, zum Boss guckt man natürlich hoch. Ich bin jetzt irgendwo hier draußen, sieht ganz schön aus, eigentlich so ein Park. Adelaide ist halt schon sehr, sehr ähnlich zu Melbourne, also sehr, sehr ähnlich. Ich
Also ich werde auch nachfragen, wenn ich einchecke beim Tequila, Sunrise, Bing, Dingsbums, wenn ich einfach mal die fragen, ob ich die dritte Nacht vielleicht canceln kann. Dann kann ich eine Nacht länger in Darwin bleiben. Ich glaube, Darwin ist halt schöner, da ist es richtig heiß. Das ist der heißeste Ort, an dem ich dann war. Der ist heißer als Kerns, Digga. Also dann kommt die Sonne raus. Ich war gerade auch ein bisschen in der Mall. Ich hoffe, meine Klamotten trocknen jetzt auch langsam. Aber ich habe gerade die Unterkunft gefragt per Chat, ob ich vielleicht ein, zwei Nächte stornieren kann. Geht nicht. Die haben geschrieben, unfortunately not. Vielleicht, wenn ich nochmal persönlich frage, klappt es da. Also ich frage auf jeden Fall nochmal persönlich nach. Weil, Digga, das sind hier richtige Melbourne-Vibes. So. Ich weiß nicht. Und Melbourne hat mir jetzt an sich eigentlich schon gereicht. Ich muss ja hier nicht bleiben. Weil wenn ich hier eine Arbeit suche, muss ich wahrscheinlich auch länger bleiben. Und ich habe keinen Bock, hier länger zu bleiben. So, Digga, bin jetzt im Adelaide Botanischen Garten. Digga, irgendwie hat hier jede australische Stadt einen Botanischen Garten. Welcome to Dings. Ich gucke jetzt mal, was hier so abgeht. Was ist hier? Garden Maps? Ah ja, na gut. Das brauche ich aber jetzt nicht. Fuck. Ich weiß noch nicht, wenn ich nach Darwin, was ich dann auch wieder mache. Oh, ein bisschen, ich habe zu viel Zeit irgendwie noch. Wieder im Dschungel, Digga. Ach, oh, schön. Das wäre jetzt geil, wenn ich jetzt wieder in Cairns wäre. Guck mal, hier ist, das sieht aus wie ein Cairns. So. Aber gut, ein bisschen schöner, sag ich sogar. Aber ist halt so alles, glaube ich, künstlich, ne? Also das ist schon, das sieht schon echt cool hier aus. Ach man, ich will weg. Nichts würde ich jetzt skippen, so, wisst ihr? Oder den Flug ein bisschen nach vorne schieben, so ein, zwei Wochen. Das wäre cool, so ein, zwei Wochen den Flug nach vorne schieben. Denn ab heute nicht mal mehr ganz 6 Wochen. Der Flug, also in genau 6 Wochen komme ich dann wieder in Deutschland an. Ist doch cool. But that lovely brother and sister in the right. Some dinosaurs are carnivores, some are meat eaters. Some can eat both, and then some eat each other. There is so much. So, ich bin jetzt gerade hier vom Zoo, Adelaide Zoo. Der kostet $42, der Eintritt. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich hier reingehe. Aber ich glaube, wenn ich hinzugehen sollte, dann in Melbourne. Der ist noch ein bisschen größer. Aber ich glaube, ich gehe generell hier nicht in den Zoo, weil das wären dann so 27, 28 Euro. Schon einchecken. Das ist das Zimmer. So sieht's aus. Jetzt muss ich nicht überlegen. Ich meine, das Bett ist frei. Und das Bett ist frei. Welches ich nehme. Also das ist unten, das hat eigentlich schon einen Vorteil, das ist so ein bisschen in der Ecke versteckt. Und hat auch noch eine gute Lehne. Oh, ich glaube, ich nehme das Bett hier. Ja, ich glaube, ich nehme das. Hier ist ein Fenster, aber ich glaube, kein guter Ausblick. Na, kann man hier auch nicht sehen. Ja. Ach Mist, ich habe nochmal gefragt, wegen Canceln, wegen Stornieren, geht nicht. Das geht nur, wenn man das hier gebucht hat, dann kann man das stornieren. Ich glaube, hier ist das, die Preise und so, das ist eigentlich ganz chillig. Zum Beispiel Dinner um 8 Uhr, Socializing Dinger, was heißt das? Das ist alles in der Art, steht hier drauf. Auch wenn ihr mal hier seid in Adelaide, das ist der Code, um hier reinzukommen in das Hotel. Wisst ihr Bescheid, die Preise, einfach für ein Wasser $3, ihr, das ist so unnormal, ne? Ja. Ja. So, ich bin wieder draußen. Wetter ist in relativ in Ordnung. Ich gehe jetzt zum Central Market. Der hat heute so Samstag offen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zum Chinatown. Und dann wahrscheinlich nochmal Botanischer Garten am Fluss lang und dann ist es wahrscheinlich eh schon dunkel. Heute um 20 Uhr ist Abendessen. Ich bin mal gespannt, was das sein wird. Weil ich weiß nicht, was das für ein Abendessen sein soll. Da steht irgendwas auf. Ich glaube, Pasta, Reis. Das wird bestimmt so richtig ranzig sein, aber ist mir jetzt auch egal. Essig, das wird bestimmt nicht so ranzig sein wie meins. Zur Not habe ich ja immer noch Nudeln von Alice Springs. Aber ich sag euch ehrlich, ich dachte, Alice Springs kann nicht langweiliger sein. Es ist Adelaide, Digga. Es ist Adelaide. Adelaide ist halt fast wie Melbourne und deswegen finde ich es wahrscheinlich langweilig. Bei Alice Springs hatte ich noch diesen botanischen Garten da oben. Da hatte man richtig geile Sicht. Da liefen Wallabies rum. Egal, Leute. Jetzt 3 Nächte hier. Kann ich nicht mehr ändern. Ich kann es nicht stornieren. Und danach dann Darwin.